Ein herzliches Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Bioshock Infinite. Letztes Mal, in der letzten Folge, sind wir ja hier durchgelaufen und haben erstmal die ganzen Idioten uns hier reingezogen, die hier meinten, ihr wisst schon, ne? Also, ja. So, wir öffnen mal die Tür und betreten die Stadt. Wow. Geil. Boah, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es wohl ist, wenn man abends von einer Party kommt. Total stramm, steht dann hier so an der Brüstung und dann macht dieses Gebäude erstmal. Hammer. Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, sehr schlimmer. Da. Der hat ja geil gelacht gerade. Habt ihr gesehen? Der hat nur den Unterkiefer bewegt. Da. Morgen. Freut mich sehr. Fritzia Hot Dogs, Fritzia Hot Dogs und Root Beer. Also wenn ihr mal was Interessantes trinken möchtet, dann müsst ihr mal Root Beer trinken. Ich verrate mal nichts weiter dazu. Probiert es einfach. So, und ich klaue jetzt hier den Hot Dog und den Popcorn. Zahl noch niemand was dafür und krieg noch ein Lächeln. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Ah ja. Was denn für eine Feier eigentlich? Was erzählt er mir denn? Er erzählt mir gar nichts. Was machst du denn? Sorgst du für frische Luft oder... Was wedelst du da rum? Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Du hast recht. Ich glaube auch, dass es so ist. Ja. Freak. Diese Box. Mit diesen Barbaren kann man nicht vernünftig reden. Comstock wird es ihnen zeigen. Ja, Comstock wird es ihnen zeigen. Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche, nur Pflichten. Jawohl, Kameraden. Keine Wünsche, nur Pflichten. Ich sag dir, Soltenstall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Steht da was? Alles volat propris. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu Hudsons. Hat der denn so schönes Repairing? Ach so, er kann mir hier meine schönen Schuhe kann er mir reparieren. Ich habe zwar irgendwie gar keine an, weil ich habe auch gar keinen Körper, aber da blinkt was. Was ist denn das? Gold, Geld und Popcorn. Popcorn ist viel wichtiger. Scheiß aufs Geld. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage Ihnen, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Mhm. Sind Sie bald fertig da unten? Ja, Sir. Gott, du bist auch so ein Assi, ne? Aber hockst hier erstmal rum und lässt dir die Schuhe putzen. Vor allem putzt dein Zwilling dir deine Schuhe. Achtet mal drauf. Ein und derselbe Typ. Hammer. Oh, was gibt's denn hier? Kinetoskop benutzen? Ah, dieses Licht! Was? Das Wort des Propheten präsentiert. Vater Comstocks. Oh, scheiße, zu schnell. Inmitten des düsteren Sturms.
Steht der große Prophet, hellen Sonnenschein voraus und seht, Mann, könnt ihr mal langsamer machen? Ich kann nicht so schnell lesen. Aber was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet! Mann, Hammer. Ende. Super. Was war das denn jetzt? Ah ja. Ist ja gar nicht propagandistisch irgendwie, ne? Ist ja alles hier. Können wir dem hier wenigstens die Geldkassette klauen? Oh, noch ein Boxophon. Wir nehmen hier ein bisschen Geld aus der Bahn, aus der Dingens, aus der Kasse nehmen, aus der Klingelkasse? Nee, irgendwie nicht, ne? Gut, dann hören wir uns mal das Voxophon an. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Mhm. Moment, ist das nicht eigentlich die Statue? Ih, was sind denn das für matschige Texturen, also? Also mal ehrlich, Freunde. Also, das geht ja besser, ne? Fair. Jetzt hör aber auf mit diesem Gerede. Manchmal weiß ich nicht, erziehe ich einen Schlaukopf oder einen Schwachkopf. Genau, einen braunen. Mann, ist ja eine, da steht's, Delikatessen, deliziöse Statue. Gott, the tower protects the lamp. Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Haha, Latein, ah. Der war gut. Brot essen. Also ich dachte ja gleich, der Kellner hat so einen ganz leichten Akzent. Hm. Das meinst du nur. Der hat keinen Akzent. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Ja, guten Tag. Danke. Ich fühle mich aber nicht so. Ah ja. Also Wassermangel haben sie, glaube ich, nicht hier. Oder? Würde ich mal so sagen. Ey, cool. Kurzschluss. Ah ja. Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Danke. Zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Man verpasst immer etwas. Darum gehen wir zur Verlosung. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl. Ich auch. Ganz tief drin. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Hm. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Ich hoffe mal, da werden wir später wohl noch mehr von zu hören bekommen, worum es eigentlich geht. So, wir spielen jetzt erstmal wieder hier ganz in Penner-Manier. Schön mal die Mülltonne durchsuchen. Und da kam das Café, kam erstmal angeflogen, auch sehr geil. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Aus unterschiedlichen Richtungen. Auf guten Glauben. Erstmal alles klauen hier. Banane! Banana-Phone. Kuchen.
Ach, Gesundheit habe ich voll. Kann ich mir nehmen. Hier gibt's meine Provisionen. Steht ja, Provisionen. Ja, gut, reicht. Jetzt haben wir so viel von dem ganzen Zeug mitgenommen. War da noch ein Apfel? Nee. Was denn jetzt? Bezahlen? Hauptsache, ich habe vorhin erstmal alles rausgenommen. Bitte sehr. Jetzt habe ich bezahlt und. Guten Tag, meine Damen und Herren. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Alter, das ist vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Alter, sehe ich aus wie ein Blumenkind oder was? Mülltonne! Hallo? Ja, dieser Schmöker ist wirklich gut. Glaube ich. Sprachlos ist er. Gibt's hier noch irgendwas? Du. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba. Käse! Ein Apfel! So, erstmal übers Feld gelatscht. Entschuldigung. Was ist denn das? Wer singt denn da? Oh, ich glaube, ich komme in die Nähe. Nein, oder? So, Freunde, jetzt muss ich leider mal pausieren. Also, ich weiß ja nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da steht auf der Tafel in diesem Bereich hier steht The Gayest Quartet. Und um den kannst du noch einen draufzulegen, haben wir noch zwei Bienen. mir fällt da spontan so ein Witz ein, aber den werde ich euch später mal erläutern, glaube ich. So, an welchen Witz ich gedacht habe, ist folgender. Treffen sich zwei Schwule im Fahrstuhl. Ach, der eine, ich könnte jetzt eine Biene ficken. Macht der andere. Ach ja, was gibt's denn hier Schönes? Nüscht. Sehr schön. Oh, Feuerwerk. Juhu, Feuerwerk. Nix Feuerwerk. Hab doch vorbeigeschossen, Drecksplagen. Einfach alles mitnehmen hier. Keine Ahnung, wem's gehört. Scheiß drauf. Jetzt sind mir. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finden, radikaler John. Was? Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Ein Finden-Radikaler? Also für mich sieht er ja eher aus wie ein Schuhputzer. Mit dem Zaunpfahlwink. Chips essen! Und ein Knopf. Oder so. Sah zumindest aus wie ein Knopf. Mach ich ja privat eigentlich auch immer. Ich fress immer die Knöpfe von meiner Hose und so, weil ich ja nichts zu essen habe. Sie haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Telegramm für Sie, Sir! Telegramm für Sie, Sir! Gut, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Ah ja. Stop. Du hast Stop vergessen.
Hammer. Ich muss ja zugeben, so atmosphärisch und so haben sie sich ja echt Mühe gegeben. Also, Hut ab, meine Damen und Herren. Sieht geil aus. Oh, cool. Gucken wir mal. Guten Tag, schöne Frau. Ich hab da so ein bisschen Nutella mitgebracht. Ach nee, bei uns gibt's ja kein Nutella. Wir haben ja Nütri oder... Nee, wie ist das? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wir hatten ja nichts. So, erstmal wieder Mülltonne. Eine Orange hole ich natürlich aus der Mülltonne und verzehre sie direkt. Salz. Es gab Salz. Für meine Tränen des Leides. Mann, du siehst mal gar nicht aus wie ein Schuhputzer. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Kommt man hier irgendwo noch hin? Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden noch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Was soll das denn heißen? Soll das heißen, ich bin nicht normal oder was? Alter, willst du ein paar aufs Maul oder was? Komm her, lass vor die Tür gehen. Ach nee, wir sind schon draußen. Egal. Ist das so klar? Da sieht man sogar die Welt unten. Echt? Wo denn? Ich habe mir immer vorgestellt, da wäre mehr Feuer. Ja, nee, klar. Da unten ist von morgens bis abends das ganze Jahr über. 24-7 ist da immer Aufstand und immer Schlägereien und Feuer und so. Und auf jeden Fall. Na, macht Spaß. Hallo, mein Freund. Hallo. Willkommen, ne? Irgendwie realistisch. Also der Baum wächst durch die Mauer. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Start. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Alles klar, Kumpel. Aber jetzt, wo du Peking sagst, ich hab jetzt echt voll Hunger auf Peking-Ente. Mr. Jeremiah Fink persönlich. Mr. Jeremiah Fink. Devil's Kiss. Unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Ah ja. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Lobet dem Herrn. Preiselt den Bären. Dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Hey, Moment, ich wiege gar keine Tonne. Ich sage euch, das mein sind Gott. Keine Hirngespinste. Aber der einen Mist. Das sind keine armen Märchen. Was haben wir denn hier? Die Kirmes! Junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco! Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco! Okay, machen wir gleich mal. Aber zunächst beenden wir diese Folge. Und ich sage... Ja, halt jetzt die Klappe. Halt jetzt die Klappe. So, und ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüss, meine lieben Freunde. Tschüss.